0:6 gegen Lustenau. Hast du so kurz nach dem Match schon eine Erklärung, warum man so unter die Räder gekommen ist? Ja, wirklich, jetzt etwas normal zu sagen, ist wirklich schwierig, weil ich habe nie sowas erwartet, weil besonders nach diesem Match gegen Innsbruck, wir haben was gezeigt und heute war, muss ich ehrlich sagen, nicht so schlecht bis 60., 70. Minute und dann, wir haben letzte 20 Minuten, ich weiß nicht, was war, komplette Blackout in komplette Mannschaft, das verstehe ich nicht. Und natürlich muss ich entschuldigen zu alle, das war normal nicht richtige Gesicht, unser richtige Gesicht, muss ich ehrlich sagen, weil wir können es sicher besser machen, aber leider, jetzt ist es so und ja, ich muss leben mit dem. Wir haben noch 3 Runden zum Schluss und probieren jetzt das nächste Spiel gegen GAK beste Mannschaft ausbringen und schauen wir, diese 3-4 Tage muss man trotzdem ein bisschen reden mit Spielern und probieren, ich sag, ich habe kein Wort für heutige Partie und ja, schauen wir mal. Ja, bei 0:2 hätte man die Chance gehabt auf einen Anschlusstreffer, da wären wir wieder rangekommen. Ja, das ist immer so bei uns. Ich habe gesagt schon zu viele, das ist bei uns jetzt, man darf Glück, wir haben kein Glück wirklich, weil Gegner, jeder Abwehrschuss ist da, für uns nichts und ich glaube, dieses Jahr muss man schnell vergessen und konzentrieren auf nächstes Jahr, nichts anderes. Nächste Saison meine ich. Ja, danke. Wir sind nie ins Spiel reingekommen. Haben leider keine Chance gehabt und Lustin hat uns überrannt. Wir wollten einfach außerspielen, Fußball spielen, aber das haben wir nicht geschafft. Und dann sind wir immer wieder in Konter geraten und sind die Chance einfach reingemacht. Ja, zweite Halbzeit hat man eine Phase gehabt, da waren wir dran, da hätten wir ja den Anschlusstreffer erzielen können, oder? Ja, ich finde die ersten paar Minuten waren wir gleichwürdig, wenn ein bisschen besser. Und dann kassieren wir das Tor und dann sind wir auf einmal wieder voll zersplittert und wir finden einmal zu uns selber und dann ist einfach die ganze Mannschaft aufgelöst und heute nicht zusammen. Ja, du hast die super Chance gehabt zum 1:2, wäre dann noch mehr möglich gewesen? Ja, ich hätte ins lange Eck machen können, ich wollte ins kurze Eck, der Goalie steht leider im kurzen Eck, haben genau angeschossen, aber ich hätte sogar vielleicht noch annehmen können und reinhauen, aber leider ist es nicht passiert. War jetzt eine ganz andere Partie gewesen und dann, wie ich gesagt habe, da kriegt man das Gegentor und wir sind auf einmal nicht mehr zusammen die Mannschaft. Sind wir immer mit dem Ball gerannt, sind gescheit zugegangen, haben nicht zusammengehalten. Aber leider. Wir sind zwar unerfahren und so, wir sind eine junge Mannschaft, aber das ist leider keine Ausrede. Deshalb beim nächsten Match werden wir es besser machen. Und auch wenn wir eine junge Mannschaft sind, wir schaffen das.